bis dahin überlasse ich euch nochmal der Musik und den Bildern. Bis später. Hallo und herzlich willkommen hier im Primodeus Sportpark in Bad Homburg.
die Begegnung in der zweiten Toyota Basketball-Bundesliga zwischen den Falcons Bad Homburg, Tabellenplatz Nummer 2, und den Cool Sharks Würzburg, Tabellenplatz Nummer 1, beginnt in wenigen Minuten. 7 Minuten vor Sprungballbeginn gibt es eine Teamvorstellung. Ich werde euch aber im Laufe des Spiels auch noch die ein oder andere Information über entsprechende Spielerinnen geben. Wir wünschen euch ein gutes und schönes Spiel unserer Falcons gegen Würzburger, die in dieser Partie absolut die Top-Favoriten sind. Da auf der Falcons-Seite leider Gottes nach wie vor Topscorerin Nerea Garmendia fehlt und auch Lisa Kempf immer noch nicht nach ihrem Bänderriss einsatzfähig ist. Damit ist unser Team verdammt jung diesmal. Und es fehlt auch ein klein wenig an Größe, aber nur an körperlicher Größe. Was die Mädels heute draus machen, mit eurer Unterstützung durch Daumen drücken zu Hause, werden wir in den nächsten anderthalb Stunden sehen. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Vergnügen und einen schönen Samstagabend. Ich melde mich nachher nochmal. Thank you.
So, und jetzt bin ich auch wieder zurück nach der Teamvorstellung. Würzburg in der Aufstellung. Alle, die in Würzburg im Kader stehen quasi, sind auch hier heute anwesend. Während bei den Falcons leider Gottes nach wie vor Nerea Garmendia und Lisa Kempf fehlen. Und natürlich Gary Georgieva, die durch ihren Kreuzbandriss frühzeitig die Saison beenden musste. Würzburg als Tabellenführer und bisher auch noch kein einziges Team verloren, hat die Begegnung in Würzburg gegen die Falcons mit einem Punkt in einer sehr spannenden und hochklassigen Partie gewonnen. Zum damaligen Zeitpunkt waren natürlich aber auch die Falcons komplett. Wie das heute aussehen wird, werden wir in wenigen Minuten sehen. Coach Brown hat sich im Laufe der Trainingswoche einiges einfallen lassen, um den Ausfall seiner Spielerinnen Kempf und Garmendia zu kompensieren. Ob und wie das gelingen wird, werden wir dann gleich mitbekommen. Die Mädels haben sich auf jeden Fall vorgenommen, alles zu geben und nicht aufzustecken und das Beste aus der Situation zu machen. Und wir drücken ihnen natürlich ganz, ganz kräftig die Daumen. So, dann kommen wir auch gleich zur Starting Five bei den Würzburgerinnen. Rafaela Jochimczyk mit der Nummer 7, Caitlin John mit der 11, Paula Venemoser mit der 14, Alexandra Daub auf der Point Guard Position mit der 17 und Paige Bradley mit der 22. Bei den Falken Isabel Gregor, Hayley McDonald, Marisa Kochmann, Ashley Gray und Anna Kammer. Und der Sprungball geht an die Falcons. Isabel Gregor im Aufbau. Zwei Punkte Versuch von McDonald und Offensiv-Rebound von Ashley Gray. Zwei Punkte für die Falcons. Würzburg über Daub. Handoff mit Paige Bradley. Handoff mit Cation, die dort weitermacht, wo sie im Hinspiel angefangen hat. Nämlich mit dem 3-Punkte-Werfen. Ballverlust bei den Falcons. Und Würzburg wieder im Angriff. Paige Bradley. Und Paula Venemoser holt sich den Offensive-Rebound und zwei Punkte für Würzburg. Zwei beide. Nein, 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 nein.
Schnellangriff von Würzburg über Daub. Männermoser in der Postposition gegen Anna Kammer. Und die Schiedsrichter haben einen Foul gesehen. Das geht an die Nummer 6, Anna Kammer. Erstes persönliches Foul. Und auch der zweite Sitz, Führung für Würzburg 4:2. Und da hat Würzburg ganz überraschend eine kleine Presse aufgestellt. Und 2 Punkte durch Rafaela Jochimczyk. Kenny McDonald passt auf. Aber Einwurf für Würzburg an der Grundlinie bei den Falcons. Paige Bradley auf Venom, Paula Venemoser, schön gespielt. Und 2 weitere Punkte für die Würzburgerinnen. Auszeit dann Coach Braun, dem das Ganze hier so nicht ganz gefällt, verständlicherweise. So, und ein neuer Versuch. Würzburg stellt wieder die Presse auf. Aber diesmal hat Isi Gregor gut reagiert, mit Tempo den Ball nach vorne gebracht. Und der 3-Punkte-Wurf von Isi Gregor nicht geglückt. Dafür auf der Gegenseite Würzburg. Und ein Foul gegen eine Würzburger Spielerin, und zwar die Nummer 14, Paula Venemoser, wegen Schiebens von hinten. McDonald im Aufbau. Würzburg schon sehr weit draußen, aggressiv. Und der Dreier glückt nicht von McDonald. Aber dafür auf der Gegenseite der Wurf von Alex Staub. Und es steht 10:2 für die Falcons. Katione auf dem Weg zum Korb auf Alex Staub. Gute Verteidigung von Marisa Kopmann. Und wieder 3 Punkte. Diesmal jedoch. Ah,
Holt euch die, die Defensiv-Rebounds. Und es gibt ein weiteres Foul, erneut gegen Würzburg. Nummer 11, Kathi John, erstes persönliches Foul. Wieder Restverteidigung. Die Vikings lassen den Ball ganz gut laufen. Aber Ashley Gray mit dem Schrittfehler, Ballverlust für die Falcons und Würzburg. Überdaupt wieder im Angriff. Jochimczyk. Und wieder auf Daub. Und diesmal hat Anna Kammert den Rebound. McDonald und Gregor im Aufbau. Ballverlust durch Marisa Koopmann. Und schneller Angriff durch Würzburg. Abschluss, Katrin Jung. McDonald wieder nach vorne. Irgendwie lassen sich die Falcons ein klein wenig den Schneid abkaufen im Moment. Und es gibt den ersten Wechsel bei Würzburg. Daub und Jochimczyk bekommen eine Pause und Maja Wahl. Ashley Gray etwas glücklos bei ihrem Versuch zum Korb, aber eine schöne Bewegung. Ich gehe mal davon aus, dass die Falcons ihre anfängliche Nervosität gleich ablegen werden. Aber sie müssen ein bisschen aufwachen und ein bisschen in die Gänge kommen. Sonst läuft ihnen Würzburg davon. Ashley Gray rettet den Ball. Das war ein Airball von McDonald. Und Foul von Marisa Koopmann. Ja, auch die Falcons wechseln. Für Anna Kammer und Isi Gregor kommen Sue Janowski und Emma Rein aufs Feld. Der erste Freiwurf von Maja Wahl passt nicht. Aber der zweite sitzt. Und McDonald jetzt allein im Aufbau. Diesmal gut den Ball gestoppt. Aber ein erneutes Foul und diesmal von der Nummer 23, Ashley Gray, ihr erstes persönliches Foul. Würzburg wechselt. Lisa Berthold für Kathleen John auf dem Feld und Maja Wahl erneut an der Freiwurflinie.
Diesmal verwandelt sie beide. Und Schrittfehler. Mit dem Kopf durch die Wand geht es gegen die Würzburgerinnen nicht. Da hätte vielleicht mal der Pass nach außen auf Marisa Krugmann etwas mehr Erfolg gehabt. Aber okay, gut. Da müssen die Verhältnisse jetzt durch. Wieder Maya Wahl am Ball, übergibt an Paige Bradley. Gutes Hedge von Ashley Gray. Raus zu Maya Wahl. Gute Defense von Marisa Krugmann. Und Paige Bradley muss den Dreier nehmen. Die Zeit ist abgelaufen. Defensiv-Rebounds, Falcons. Sehr aufmerksame Defense bei den Würzburgerinnen. Da wird ganz schnell in jedem Passweg eine Hand hineingestreckt und die Falcons etwas zu tranig in ihrer Offensaktivität. Da gab es ein erneutes Foul gegen die Falcons, die Nummer 12, Sojanowski. Erstes persönliches Foul. Da muss man aber auch mal den Mut haben, gegen die Person selber, gegen die Verteidigung selber abzuschließen. Und auf der Gegenseite Paige Bradley mit einem Dreier. Die nächsten Punkte für die Würzburgerinnen und eine 18-Punkte-Führung 20-2 erzielt. 2 Punkte im ersten Viertel für die Falcons. Das ist ja unterirdisch auf gut Deutsch. Braucht man eigentlich gar nicht so viel dazu zu sagen. Die Würzburgerinnen wirklich sehr aufmerksam in der Verteidigung und dann natürlich hinten raus ganz schnell. Guter Defensiv-Rebound, Ashley Gray. Und 2 Punkte, endlich Erlösung. 2 weitere Punkte, Hayley McDonald. Auf geht's, Falcons. Weiter verteidigen, weiter Druck machen. Ist auch sehr viel Bewegung im Angriffsspiel der Würzburgerinnen. 2 Punkte durch Maya Wahl. Und da schmeißt sich Sojanowski auf den Ball, um ihn zu retten, beziehungsweise den Fastbreak für die Würzburgerinnen zu unterbinden. Jay Brown erneut gewechselt für McDonald, Isabel Gregor und für Ashley Gray, Anna Kammer. Und der Dreier von Zimmermann daneben. Schnellangriff. Und diesmal gibt es das Foul auf Würzburger Seite. Für die Nummer 12, der Theresa Muck, erstes persönliches Foul.
Und ein weiteres Foul durch die Nummer 4, Lea Zimmermann. Erstes persönliches Foul, viertes Teamfoul. Zu 24, das erste Viertel. Alles andere als eine erfreuliche Leistung der Falcons, die sich gegen den Würzburger Druck im Moment absolut nicht zu helfen wissen. Sie kommen nicht in ihre Systeme, sie kommen nicht in ihre Würfe. Während im Würzburger Angriffsspiel deutlich mehr Bewegung ist. Und das kann jetzt nicht unbedingt alleine daran liegen, dass Nerea Garmendia nicht auf dem Feld steht. Da müssen die Falcons einfach mehr, jeder Einzelne mehr bringen, mehr Mut aufbringen und den Ball auch mal ans Brett bringen. So, bevor wir ins zweite Viertel starten, ein bisschen was aus der Statistik des ersten Spielabschnitts. Von 5 Dreipunktversuchen haben die Falcons keinen getroffen, während es auf Seite von Würzburg einer war. Und aus dem Mittel- bzw. Nahdistanzbereich ist es bei den Falcons im Moment, ja, bei 25%, während es bei Würzburg deutlich besser aussieht. Da sind wir bei knapp 70%. So, am Kampfgericht ist auch wieder alles in Ordnung. Da fehlte wohl ein Punkt. Der steht jetzt da drauf. Und weiter geht's. Easy Gregor im Aufbau. Und ein wunderbares Einspiel von Anna Kammer auf Zoe Janowski. Spin-Move und rein mit dem Ball. Das ist doch schon mal ein guter Auftakt für die Falcons. Jetzt weiter verteidigen. Und Rebound Janowski und Foul Theresa Muck. Das ist ihr zweites Foul. Und Würzburg wieder mit viel Druck
Nimmt natürlich auch einiges an Zeit von der Uhr. Diesmal hat das Anspiel von Kammer auf Janowski nicht geklappt. Und es gibt einen Wechsel bei Würzburg für Theresa Muck und Lisa Berthold. Kommen Wenne Moser und Jochimczyk zurück aufs Feld. Lea Zimmermann im Aufbau. Kati Jona den Ball. Das wird diesmal gut verteidigt, aber dafür was anderes stehen gelassen und natürlich erhält Jona den Ball zurück und trifft ihren ersten 3-Punkte-Wurf. 6:28. Und ein weiteres Foul gegen Würzburg. Erneut Nummer 4, Lea Zimmermann. Zweites persönliches Foul. Zweites Teamfoul. Und 2 Punkte durch Emily Johans. Gut herausgespielt. Einfach mal zum Korb gegangen. Ich glaube, das ist auch das Rezept. Der Wurf von Lea Zimmermann oben an das Gestänge gegangen und damit Einwurf für die Falcons. Zwei Punkte durch Anna Kammer. 10:28. Da stand Anna Kammer aber schon sehr lange. Paula Wennemoser hat sie nicht gesehen und hat im Umdrehen Kammer umgelaufen, aber der Schiedsrichter entscheidet. Verteidigerfoul und damit ist es Kammers zweites Foul. Zwei Punkte für Caitlin John. Wieder Gregor im Aufbau. Diesmal hat sie den Braten gerochen mit der Hedge-Verteidigung. Nimmt die andere Seite und zieht zum Korb. Gut ausgeboxt, gut gereboundet und Falcons sind wieder im Ballbesitz. 12:30. Das kann man theoretisch auch als Foul pfeifen, muss man sogar. Das auch. Aber der Ball war wohl im Aus und deswegen Einwurf Würzburg. Daub wieder im Aufbau. Auf Jochimczyk. Auf Paige Bradley. Und guter Rebound von Kammer. Sehr gut aufgepasst. Steinhoff rettet den Ball, aber Johans vergibt.
Schönes Zusammenspiel. Und da gab es anscheinend ein technisches Foul gegen die Bank, gegen den Coach der Falcons. Jay Brown hat da wohl Schrittfehler moniert zum wiederholten Male. Aber die Schiedsrichter sehen das selbstverständlich ein bisschen anders. Und nachdem das Gemecker nicht aufgehört hat, gab es jetzt das technische Foul. Also heute stehen sich die Falcons anscheinend wirklich ein bisschen selber im Weg. Während die Abläufe bei Würzburg einfach, simpel und geradeaus sind. ...12:35. Da muss noch einiges auf Falcons Seite passieren, dass das Spiel, dass ihr Spiel vor allem langsam greift. So, Wechsel bei den Falcons, Ashley Gray für Sojanowski. Anna Kammer zum Sprungwurf und Foul von Würzburg. Damit ist es das dritte Foul von der Nummer 14, Paula Venemoser. Und Kammer verwandelt den ersten Fallwurf. Und auch den zweiten. So, auf Falcons. Hart verteidigen. Wieder Gregor im Aufbau bei den Falcons. Und Ashley Gray holt den Offensiv-Rebound und komm! Ja, belohnt sich nicht selbst damit. Und zwei weitere Punkte durch Lisa Berthold. 14:40. Ich weiß nicht, was die Sharks heute gefrühstückt haben, aber es muss richtig gut gewesen sein.
Während das, was die Falcons gefrühstückt haben, wohl irgendwie nicht so gut geschmeckt hat. So, da gab es einen Foul. Für die Nummer 15, Lisa Berthold, erstes persönliches Foul und damit gibt es Freiwürfe für die Falcons, weil es das fünfte Mannschaftsfoul bei Würzburg ist und Ashley Cray bekommt zwei Freiwürfe. Die verwandelt sie auf 16-40. Ja, jetzt wäre es natürlich schön, hier in der Halle die Anfeuerungsrufe der Fans zu haben. Aber leider nach wie vor ohne Zuschauer. Corona-bedingt. Und deswegen ist einzige Anfeuern hier von der Bank zu hören. Und da ist im Moment die Würzburger Bank trotz der hohen Führung lauter als die Falcons. Ballverlust durch Tosca Steinhoff und Paige Bradley bringt wieder den Ball auf Lisa Berthold, wieder Paige Bradley und setzt zum 3-Punkte-Wurf an. Die alte Geschichte wie schon im Hinspiel. Handoff, Schirm gestellt und den 3-Punkte-Wurf verwandelt. Foul bei Würzburg, Maja Wahl. Erstes persönliches Foul. Timeout. Und deswegen geht's gleich weiter. So, zwei Freiwürfe für Anna Kammer. Den ersten wieder sehr sicher verwandelt. Und auch der zweite sitzt. So, neuer Wechsel. Zoe Janowski für Anna Kammer. Und Bradley wieder im Aufbau gegen McDonald. Aber da hat die Halbzeit total geschlafen. Einfach nur zugeguckt, was passiert. Und nicht eingegriffen. McDonald wieder im Aufbau. Wieder wenig Bewegung bei den Falcons.
Und den Dreier hätte McDonald eigentlich noch vor dem Dribbling machen können. Ja, und was da das Konzept dahinter ist. Da entscheiden die Schiedsrichter auf Offense Foul. Und was ein bisschen seltsam ist, aber okay, gut, das ist ihre Entscheidung. Und damit ist es das zweite Foul von Ashley Gray. Foul bei den Falcons, McDonald, erstes Foul. Zweites Foul Marisa Koopmann, wobei sie das eigentlich ganz anständig verteidigt hat. Und erst als, naja, nein, ich sag dazu nichts. Super Rebound von Zoe Janowski, schön nach oben gegangen, Ball festgehalten, Falcons Ball. Würzburg verteidigt heute extremst aggressiv. Das ist natürlich auch ziemlich foullastig. Ein weiteres Foul, diesmal an die Nummer 13, Jelena Bocic, ihr erstes Foul. Aber das könnten die Falcons auch einfach ein bisschen besser ausnutzen. Im Moment lassen sie sich davon eher ein bisschen verschrecken. So, Janowskis erster Freiwurf sitzt und Ashley Gray holt den Rebound. Und ja, es gibt ein weiteres Foul. Erneut gegen Lisa Berthold. Wegen Haltens am Arm. Und da lassen die Schiedsrichter auch relativ wenig mit sich diskutieren. Ashley Grays erster Freiwurf sitzt. Und auch den zweiten versenkt sie. Auf geht's, Defense Falcons. Toni Fuchsbauer am Ball, Lisa Berthold. Und guter Rebound von Lisa Koopmann, Marisa Koopmann, aber das Spiel geht einfach zu langsam hinten raus. Da müssen die Falcons deutlich schneller sein, sonst stellt sich die Würzburger Verteidigung wieder auf. Und ein Schrittfehler von Marisa Koopmann. Coach Jay Brown wechselt für Marisa Koopmann. Finja Heubel. Die 15-jährige Bad Homburgerin, ihre erste Saison in der zweiten Liga. Gut verteidigt von Emma Rhein, zwingt Meyer-Wahl zum Schrittfehler. Falcons Ball.
gute Idee von Sojanowski, die da unten ziemlich allein gelassen wurde. Aber leider fällt der Ball nicht durch die Reuse. Guter Rebound, so Janowski, Ausball, Ball für die Falcons. Dieser Wurf von McDonald geht daneben. Ein zweites Foul von Haley McDonald. 3,8 Sekunden vor der Halbzeitpause mit dem fünften Teamfoul. Das gibt zwei weitere Freiwürfe für Würzburg, die von Toni Fuchsbauer geworfen werden, der erste erfolgreich. Und auch der zweite setzt. Okay, ein Satz mit X, das war mal nix. Die erste Halbzeit für die Falcons mit 21:52, weit unter dem, was sich hier einige erwartet haben. Die Begegnung, die damals in Würzburg, die auf Augenhöhe war, ist im Moment sehr stark von Würzburg getragen, mit sehr guter Defense, mit aggressiver Verteidigung und vor allem im Angriff viel Bewegung und guten Wurfentscheidungen. Da muss sich einiges in der Halbzeitpause bei der Besprechung der Falcons ändern und wir hoffen, dass die Mädels mit neuem Elan aus der Pause rauskommen. So, ich werde mal mich kurz hier verabschieden und wir sprechen uns in knapp 12 Minuten wieder.
So, und wir sind wieder zurück. Die Halbzeitpause im Spiel der zweiten Toyota Basketball-Bundesliga zwischen dem Tabellenführer, den Würzburg Sharks, und den Falcons Bad Homburg ist zu Ende. Es steht 21-52 aus Sicht der Falcons, die ein unterirdisches erstes Viertel gespielt haben. So, zweitmaß ein bisschen besser, aber alles in allem sind sie lange noch nicht da, wo sie eigentlich sein könnten. Auch wenn sie ohne Nerea Garmendia und ohne Lisa Kemp spielen müssen. Aber schauen wir mal, was die Halbzeitpause gebracht hat. Ob Coach Brown seinen Mädels ein bisschen Ideen mitgegeben hat. Zumindest der erste Angriff der Würzburgerinnen wurde schon mal abgewehrt. Gute Defense von Marisa Kopmann, die dann den Pass auf Anna Kammer aber nicht ganz anbringt. Da war wieder eine Würzburger Hand dazwischen. Das im Übrigen typisch für das heutige Spiel. Und Ashley Gray nach gutem Anspiel von McDonald. Weitere zwei Punkte für die Falcons. Die Würzburger Defense, wie gesagt, extrem hart heute, extrem aggressiv. Aber natürlich auch extrem gut. Und Caitlin John, zwei weitere Punkte. Wie sieht Gregor im Spielaufbau? Spielt den Ball auf Anna Kammer. Und die zieht endlich zum Korb. Freibahn, zwei Punkte. Das, ach ja, viel Engagement von Haley McDonald, die sich damit aber ihr drittes Foul einhandelt. Und da ist sie wieder, die Caitlin John, die auch schon im Hinspiel die Falcons zur Verzweiflung getrieben hat mit ihren Dreipunktwürfen. Auf der Gegenseite der Wurf von Marisa Kopmann daneben, aber Offensiv-Rebound Ashley Gray, die beim Nachwerfen dann gefoult wird und zwei Freiwürfe erhält. McDonald mit ihrem dritten Foul muss auf die Bank. Für sie kommt die Nummer 21 der Falcons, Emma Rein. Und Ashley Gray, ein erster Freiwurf erfolgreich. Der zweite leider nicht. Aber dafür ein Foul. Das geht an Easy Gregor, ihr erstes. Würzburg wieder über Paige Bradley. Und diesmal richtig schön gespielt von den Falcons. Weit auseinandergezogen. Pass von Gregor auf Kammer, die sofort weiter auf Ashley Gray, die von Caitlin Young gefoult wird. Und Ashley Gray versenkt beide Freiwürfe und es steht 28-57. Ein deutlich besserer Start für die Falcons in diesem dritten Abschnitt. Der Dreierversuch von Paige Bradley nicht erfolgreich. Marisa Kopmann nimmt das Tempo raus.
Und Schrittfehler von Ashley Gray bei der Aktion zum Korb. Schade. Und Falkens wieder in der Defense. Caitlin Jones zieht das Foul gegen Marisa Kruppmann. Und das ist ihr drittes. Beide erfolgreich. Und es steht 28-59 für Würzburg. Bei den Falcons ist in dem Spiel noch kein einziger Dreier gefallen. Von den 9 Versuchen. Während auf Würzburger Seite 6 von 17 ihr Ziel gefunden haben. Davon hat 2 Paige Bradley getroffen. Guter Rebound, Ashley Gray, Ballon Dreier diesmal nicht gesessen. Und da rutscht Easy Gregor leider aus. Und der Weg ist frei für Paige Bradley. Auf Würzburger Seite gibt es einen Wechsel für Jakimczyk und Paige Bradley kommen Muck und Fuchsbar. Nein, das ist Nummer 6. Fine Böhm fährt zurück aufs Feld. Paula Venemoser mit dem Offensivrebound und 2 weiteren Punkten. 28-63. Der gute Start der Falcons. Der gute Start der Falcons, wollte ich gerade sagen. War nicht von so viel Erfolg gekrönt. Allerdings jetzt Easy Krieger auf dem Weg zum Korb von ihrer Gegenspielerin gefoult. So, Janowski kommt zurück aufs Feld für Ashley Gray. Und Isabel Gregor an der Linie für 2 Freiwürfe. Verwandelt den ersten, sehr sicher. Und auch der zweite sitzt. Und Würzburg überdauert wieder im Angriff. Würzburg wechselt Maya Wahl für Caitlin John.
Ja, will hier heute aber auch absolut nichts bei den Falcons funktionieren. Dann haben sie mal den... Ein weiteres Foul gegen die Nummer 12, Theresa Muck. Ihr drittes Foul. Und diesmal schön gespielt. Gut abgerollt von Zoe Janowski. Pass auf von Isabel Gregor und zwei Punkte für die Falcons. 32-65. Jetzt gute Defense von Gregor. Und da guckt Lisa Berthold nochmal, ob sie auch richtig hinter der Dreierlinie steht. Schlechter. Würzburg hat einfach die schnelleren Hände. Die sind super wach, super aggressiv im Passweg, immer die Hände da. Und jetzt trifft auch noch Lea Zimmermann ihren Dreier. Und damit steht es 32-70, Auszeit von den Falcons. So, Auszeit Ende. Gregor im Aufbau gegen der Zimmermann. Ball auf Kammer. Guter Rebound von Toska Steinhoff.
Und Emily Johans trifft für 3 Punkte. 35 zu 73. Maja Mahl am Ball, wieder auf Lea Zimmermann. Und diesmal geht der Ball ins Aus. Und die Falcons im Ballbesitz. Wechsel bei den Falcons auf der Guard-Position für Isabel Gregor. Kommt McDonald zurück aufs Feld. Und eine gute Bewegung von Anna Kammer. Nach Zuspiel von Emily Johans für weitere 2 Punkte. 37, 73. Weiter verteidigen. Offensivfoul. Nummer 9, Tosca Steinhoff, erstes persönliches Foul. Schade. Gut aufgepostet von Anna Kammer. Und nach dem Schnellangriff durch die Würzburgerinnen Foul von der Nummer 12, Zoe Janowski. Zweites persönliches Foul. Der zweite Fallwurf sitzt von Theresa Muck und das steht 37 zu 76. Immer noch kein Dreier auf Falcons Seite gefallen. Ah doch, sorry. Emily Johans. Und ein weiteres Offensivfoul. An Nummer 12, Sojanowski, drittes Foul. Und der Dreierversuch von Lea Zimmermann geht daneben. 2 Minuten Pause, bevor wir in den letzten Spielabschnitt gehen. Mit 37 zu 76 liegen die Falcons hinten und haben heute irgendwie, ja, irgendwie scheinen sie nicht ganz da zu sein, wo sie sein sollen. Schade nach der guten Trainingswoche, die sie hatten. Aber Würzburg lässt ihnen heute auch einfach gar nichts. Gut gemacht von Würzburg, muss man sagen. Thank you.
So, auf geht's zum letzten Viertel in der Begegnung zwischen den Falcons Bad Homburg und den Sharks aus Würzburg, die heute extrem bissig sind. Wenn man sich so die Punkteverteilung bei den Sharks anguckt, haben wir hier Maja Wahl mit 12, Caitlin John mit 12 Punkten und Paula Wennemoser mit 12. Lisa Berthold mit 8, Paige Bradley mit 9 Punkten. Im Grunde genommen haben bis auf Fine Böhmke alle gescored. Während auf Seiten der Falcons Ashley Gray mit 11 Punkten im Moment Topscorerin ihrer Mannschaft ist. Jetzt mit 12, nachdem der Freiwurf erfolgreich getroffen wurde. Gefolgt von Anna Kammer mit 8, Zoe Janowski mit 5 und Emily Johans mit 5. Was Würzburg heute wirklich sehr geschickt macht, ist Hayley McDonald absolut keinen Platz für einen Dreier zu lassen. Aber dafür trifft jetzt Emily Johans ihren zweiten. 42 zu 76. Und beim Offensivrebound nach dem vergebenen Wurf von Caitlin John ein weiteres Foul durch die Nummer 9 bei den Falcons. Toska Steinhoff ihr zweites Foul. Paige Bradley verwandelt beide Freiwürfe sicher. Und ein Foul an Zoe Janowski von der Nummer 13, Jelena Bocic, zweites Foul. Und wie gesagt, die Würfe bei den Falcons wollen heute irgendwie nicht fallen. Nicht anfassen, die Bälle. Gut, ein neuer Ball muss her. Da der andere von einem Helfer berührt wurde. Und wieder McDonald im Angriff. Da gibt es ein weiteres Foul für McDonald. Das ist ihr viertes und eine Auszeit von Coach Brown. Thank you.
Ja, Einwurf, Caitlin John. Und einmal rein, er zwingt den Sprungball. Der Ballbesitz bleibt aber bei den Würzburgerinnen. Also langsam müsste sich's auch beim Coaches-Staff der Falcons herumgesprochen haben, dass Toni Fuchsbauer Dreier werfen kann. Dass man die da so alleine stehen lässt, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. Aber okay, gut. Toni Fuchsbauer macht das Beste draus, trifft ihren Dreier. Und Würzburg führt 81 zu 42. Yes, Zoe Janowski gut im Einwurf entgegengegangen. 2 Punkte für die Falcons. 44, 81. Und erneut Jump Ball und diesmal für Falcons. Eine sehr gute Bewegung von Sojanowski, die ihre Gegenspielerin einfach stehen lässt, aber dann beim Korbwurf gefoult wird und deswegen 2 Freiwürfe als Bonus bekommt. Das Foul geht an die Nummer 11, Caitlin John, 5. Foul. So, Janowski trifft den ersten, verwirft den zweiten. Offensivrebound bei Kammer gewesen, aber leider nicht getroffen. Und jetzt ein Foul auf der Gegenseite von der Nummer 21. Er macht mein erstes persönliches Foul. Paige Bradley beruhigt das Spiel. Ach, Pech beim Defensiv-Rebound. Auch diesmal hat ihn Isabel Gregor. War auch wirklich viele schlechte Entscheidungen auf Falcons Seite.
Würzburg wechselt für Paige Bradley. Kommt Fine Bömpke zurück aufs Feld. Maja Wahl mit weiteren 2 Punkten und noch einem Bonusfreiwurf. Das Foul geht an die Nummer 23, Ashley Gray, ihr drittes. Anfeuerungsrufe von der Falcons-Bank. Aber nach wie vor Würzburg sehr aggressiv. Ashley Gray mit dem Defensiv-Rebound und ein Foul gegen die Nummer 15, Lisa Berthold. Drittes persönliches Foul. Fünftes Mannschaftsfoul. Auch bei Würzburg dadurch 2 Schuss für Ashley Gray. Den zweiten verwandelt sie 47-84 auf Defense Falcons. Defense. Da war aber auch ein guter Schubser mit dabei, als so Janowski den Ball Richtung Korb werfen wollte. So, da wieder hier in der Defense bei den Falcons nicht so doll ausgeboxt. Die Würzburgerinnen lassen jetzt den Falcons ob der schlechten Wurfquote die freien Dreier, die auch angenommen werden, aber nach wie vor nicht fallen. Trotzdem müssen die Falcons einfach weitermachen. Also aufgeben ist nicht. Weiterspielen. Aufstehen, Krone richten, weiterspielen. 2 Freiwürfe für Toni Fuchsbauer. Den zweiten trifft sie nicht. Rebound bei den Falcons. Isi Gregor wieder im Aufbau. Ashley Gray mit dem Rebound, Offensiv-Rebound und wird wieder gefoult.
holt sich wieder zwei Freiwürfe. Also wenn wir jetzt auch die Freiwürfe nicht mehr treffen, dann kommen wir wahrscheinlich nicht mal mehr über die 50 Punkte. Das wäre schade. Komm, Ashley, auf. Ja. 47, 87. Also den Wechsel verstehe ich jetzt nicht, weil jetzt haben wir im Endeffekt keine große Frau mehr auf dem Feld, aber okay. Der Coach wird wissen, was er macht. Gute Defense von Easy Gregor hier. Und weitere zwei Punkte von Antonio Fuchsberger, die mit einem schnellen Dribbling an der Falcons Defense vorbeigeht. Zweites Foul, Nummer 21, Emma Rein. Und ein Bonusfreiwurf für Würzburg. Ach, Anna Kammer, schade, so ein schönes Anspiel. Aber wieder unten an der Hüfte geschoben worden und deswegen den Ball vielleicht auch außer verlegt. 2:10 noch zu spielen, Würzburg wieder im Angriff, Lisa Berthold den Ball. Rollt ab, raus auf Theresa Muck. Und Rebound bei den Falcons. Ja, ein bisschen flach geraten, aber gute Wurfentscheidung. Abgerollt von Emily Johans nach dem Pass von Tosca Steinhoff und das Foul geht an die Nummer 10. Antonia Fuchsbauer, erstes persönliches Foul, zwei Freiwürfe für Emily Johans. Also wie gesagt, heute möchte irgendwie gar nichts reinfallen. Wenn man die Trainingswoche der Mädels gesehen hat, unverständlich. Die waren richtig gut drauf, haben sich richtig gut vorbereitet. Aber okay, der Druck von Würzburg ist natürlich immens. Gute Defense jetzt bei den Falcons. Und wir haben eine Shot Clock Violation. Nochmal ein Wechsel. Ida Buckemeier für Emma Rein. 40 Sekunden noch zu spielen. Und auch der Layup geht daneben. Symptomatisch für das Spiel heute. Es will einfach nichts gelingen. Oh, Schritte.
Dankeschön. Ja, Isabel Gregor soll ausdribbeln, aber irgendwie hat Zimmermann es nicht verstanden. Okay, 48:89 endet dieses Spiel für die Sharks aus Würzburg, die in dieser Höhe auch völlig verdient gewonnen haben, mit der besseren Defense, mit der höheren Aggressivität und vor allem auch mit der besseren Offense. Und das kann nicht nur daran liegen, dass bei den Falcons Neria Garmendia und Lisa Kempf gefehlt haben. Da hat sich jemand auf Würzburger Seite sehr gut auf das Spiel vorbereitet. Gut, vielen Dank, dass ihr trotzdem dabei geblieben seid, den Falcons weiter die Daumen gedrückt habt. Wir wünschen euch ein schönes Restwochenende, einen schönen Samstagabend. Und vor allem... bleibt gesund.